wenn man zu einem Konzert auf eine Insel fährt, dann ist man ja vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen mutiger oder ist man vielleicht, oder kann man schwieriger zurück? Und das heißt, man ist im besten Sinne gefangen auf dieser Insel und wir sind da für den Festspielfrühling 10 Tage lang gefangen mit Musik, gefangen mit musikalischen Freunden und eben auch mit der Festspielfamilie, mit dem Publikum, mit unserem Team. Gefühl, Freunde hier zu haben und hier einen Ort zu haben, wo man so intensiv arbeiten kann, sich so intensiv auch ausleben soll und darf, das ist eigentlich mein absoluter Höhepunkt im Jahr. So. Wir planen natürlich im Prinzip die 10 Tage des Festivals als 10 Höhepunktstage. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen so das Monaco von Rügen ist, Binz. Ja, also Binz ist so ein bisschen, Binz ist Binz, ja, so besonders, besonders toll, besonders, besonders weiß, besonders großer Strand, besonders offenes Meer, besonders, ich weiß nicht, besonders, Binz. Binz ist Rügen irgendwie, ja, so hat man das Gefühl, als jemand, der sich gar nicht auskennt, ja. Thank you.